Hallo und willkommen zurück zu Jagged Alliance Rage. Wir werden dieses Mal in das Rebellenversteck gehen und schauen, ob wir da was machen müssen. Bevor wir da aber hingehen, müssen wir hier einmal ausruhen und Sachen reparieren. Wenn man die nicht hat, wäre man auch im Arsch. Dann müsste man jedes Mal neue Waffen verwenden, beziehungsweise dieses Dinger hier benutzen, um die Waffen individuell zu reparieren, was ja auch absurd wäre. Also. Sachen reparieren, das ist mein Talent. Wer sich das ausgedacht hat. Ja, diese sollten wir auf jeden Fall nachladen mit den 556. Da müssten wir einmal die Munition rumreichen. Okay, der hat sowieso genug. Nachladen. Nachladen. Und nachladen. Mhm. So, die kann Waffenmodifikation fertigen. Hat ein erweitertes Magazin bei bekommen. Dann packen wir das auch noch da rein. Quatsch. Also nochmal nachladen. Der hat schon wieder seine Hitpoints voll. Dann kann der das hier auch noch machen. Reflexvisier. Das Ding hat schon eins drauf. Könnte er auf seine Maschinenpistole basteln. Ja, wieso nicht? Die wollen immer noch kein Wasser. Okay. Na gut, dann werden wir mal dahin. Willkommen bei der guten Sache, Freunde. Ich bin sehr froh, dass wir uns endlich persönlich kennenlernen. Sie haben für die Bewohner dieser Insel ihr Leben riskiert. Und dafür wollen wir alle Ihnen danken. Nachdem die Regierungstruppen von der Hälfte der Insel vertrieben wurden, können wir unseren Sieg feiern. Ihnen zu Ehren feiern wir heute ein Fest. Aber das kommt erst später. Sie müssen erschöpft sein. Ruhen Sie sich aus. Entspannen Sie sich. Sie sind hier sicher. Lass mich raten, wir werden angegriffen. Wenn Sie etwas brauchen, fragen Sie einfach, was wir haben, teilen wir gern mit Ihnen. Pedro hilft Ihnen, wenn Sie Waffen oder Munition brauchen. Für den Rest ist Veronique zuständig. Wenn Sie bereit sind, kommen Sie zu mir, dann können wir zukünftige Pläne besprechen. Es ist wirklich schön, Sie endlich hier zu haben. Das sind gute Schwingungen. Daran konnte ich mich gewöhnen. Ich bin bereit. Aha. Rede mit Alvito, Alvito, Pedro, Vedro, Veronique. Aha. Interessant. Ihr seid die Besten. Einsatzbereit. Ihr seid die Besten. Bin startklar. Das ist Alvito. Immer bereit. Schon ziemlich dumm. Also es ist halt so, als wenn das immer noch Gegner wären. Da haben die sich nicht wirklich Mühe gegeben. Bin startklar. Dass man hier stattdessen mal friedlicher hat oder so. Es ist einfach die Kampf-KI, die
die so dumm gemacht wurde, dass die nicht mehr angreifen kann, quasi. Da haben wir Veronique. Veronique? Ich dachte, sie stehen nicht auf Gewalt. Tja, bei unserer ersten Begegnung wusste ich nicht, ob ich ihnen trauen kann. Ich wollte nicht riskieren, einen Haufen bewaffneter Strolchen meine Verbindung zu Alvitas Gruppe zu verraten. Ich heiße Gewalt nicht gut, aber in diesen schweren Zeiten gibt es keinen anderen Weg. Wenn wir das Regime nicht bekämpfen, wird die ganze Insel und ihre Bevölkerung darunter leiden. Also unterstütze ich die Sache nach Kräften. In diesen Kisten habe ich eine Menge geschmuggelten Nachschub aller Art. Bedienen Sie sich, wenn Sie irgendetwas brauchen. Aber vergessen Sie nicht, es gibt hier noch andere, die bedürftig sind. Na wat? Wo sind denn deine Kisten? Und da ist noch ein Quietscheentchen. Veronique? Ich dachte, sie stehen. Ja, mal genau denselben Dialog nochmal mal ansprechen. Das bei ist ja unserer super. Ersten Begegnung wusste ich nicht, ob ich ihnen trauen kann. Ich wollte nicht riskieren, einen Haufen bewaffneter Strolchen meine Verbindung zu Alvitas Gruppe zu verraten. Ich heiße Gewalt nicht gut, aber in diesen schweren Zeiten gibt es keinen anderen Weg. Wenn wir das Regime nicht bekämpfen, wird die ganze Insel und ihre Bevölkerung darunter leiden. Also unterstütze ich die Sache nach Kräften. In diesen Kisten habe ich eine Menge geschmuggelten Nachschub aller Art. Bedienen Sie sich, wenn Sie irgendetwas brauchen. Aber vergessen Sie nicht, es gibt hier noch andere, die bedürftig sind. Ja, ist ja gut. So. Also, die Kisten bedeutet, dass sie da diese zwei Dinge auf dem Tisch liegen hatte. Ja, danke. Ein paar Granaten. Alles gut. Ist ja vollgebracht. Da haben wir auch noch eine Kiste. Bereit. Ah. 5 bis 7. 7, 6, 2. Die ist nett und die hat ein seltsames Ding da. Was, wo ich keine Ahnung habe, was das ist. Für die Special Force die USA entwickelt, erfreut sich diese extrem vielseitige über stetig wachsende Verkaufszahlen rund um den Globus. 8 Granatwerfer. Aha. Also, vergleichen wir das hier mal mit dem Ding. Wir machen damit mehr Schaden für gleich viel AP. Hat weniger Rüstungsdurchdringung und gleich viel. Also, es ist auf jeden Fall gut. Und vor allen Dingen haben wir damit die Möglichkeit, den Munitionstyp ein bisschen zu diversifizieren. Was auch nicht verkehrt ist. Immer bereit. Kann losgehen. Jo. Hier. So kann ich das nicht nachladen. Nachladen ist nicht verwendbar. Ich wurde bereit geboren. Da müssten wir mal gucken, das wäre ja ziemlich dumm. Es kann aber alles gut. Vielleicht sein, dass man hier grundsätzlich nicht nachladen kann. Einsatzbereit. Doch.
Ich bin bereit. Wieso geht das da nicht? Dann ist... Ah, Warschauer Pakt und NATO. Da wäre natürlich schön, wenn das da auch stehen würde. Ja, da müsste man natürlich dann auch erstmal weitere Munition für finden. Das ist ja dumm. Ja, aber das packen wir, tauschen wir trotzdem aus. Falsch. Ja. Okay. RPK, die hatten wir ja auch schon mal gesehen. Alkohol. Iwans Geheimwaffe. Mm. Das ist alles Warschauer Pakt. Ah ja, okay, wenn er... Hier steht WP bei, dann steht das nur bei der NATO nicht dabei. Immer bereit. Naja, immerhin. Das sind aber 4. Okay, so nochmal 2. Die brauchen wir aber dann nicht. Ja, schade. Was haben wir da? 5,56 mm. Und wieder die falsche Munition. Das hier ist ein reiner... Ah ne, das ist plus Granatwerfer auch. Er steht für eine neue Familie von in Kroatien hergestellten Sturmgewehren mit einem zusätzlichen Granatwerfer unter dem Lauf. Hat eine schlechte Rüstungsdurchdringung, keinen wahnsinnig guten Schaden. Hm. Also da ist... Das Ding im Grunde besser, weil es mehr Rüstungsdurchdringung hat und mehr Upgrade-Plätze. Mal die Munition rausziehen. Ich finde da, dass ich weiß nicht, ob es realistisch ist, das bezweifle ich auch noch. Ich finde das Waffenbalancing ziemlich mies. Also, ich meine, bei den alten Jack the Lions-Titeln startet man halt. Mit einer Pistole oder sowas und dann findet man nach und nach bessere Waffen. Hier startet man zwar auch mit einer Pistole, hat aber dann quasi wirklich fast von Anfang an die ja, welche der besten Waffen jetzt anscheinend, wenn ich immer noch mit diesem Gewehr rumlaufe. Shadow ist bereit. Bin startklar. Bereit. Alles gut. So, dann reden wir noch mit dem Typen. Ich speichere nochmal. So. Hey, Sie sind der Mann, der die Waffen gebunkert hat, richtig? Por supuesto. Nehmen Sie sich einfach aus den Kisten, was Sie brauchen. Wir teilen gern mit Ihnen. Danke. Wieder diese mysteriösen Kisten. Ja.
Da haben wir uns aber jetzt auch alle Kisten angesehen. Ich stelle mich schon mal in Angriffsposition. Also wenn die Basis nicht angegriffen wird, dann weiß ich nicht. Da haben wir Deckung. Einsatzbereit. Ich bin bereit. So. Dann werden wir das jetzt besprechen und dann... Es Überraschung! Wir müssen das Gespräch unterbrechen, weil wir angegriffen werden. Bestimmt. Ah, Sie sind zurück. Exzellente. Jetzt, wo wir mehr Kontrolle haben, müssen wir uns überlegen, wie wir die Regierungsstützpunkte im Osten angehen. Da wäre zum einen der Hafen, wo seine Truppen für die Ostküste landen. Dann wäre da die Basis der Schwarzhemden. Das sind die ausländischen Söldner, die der Diktator geholt hat. Im Norden haben sie ein gut befestigtes Lager errichtet. Und dann wäre da noch die mysteriöse Anlage, zu der sie einige der Gefangenen bringen. Von dort ist noch niemand zurückgekehrt. Und gerüchteweise heißt es, dort würden furchtbare Experimente durchgeführt. Und schließlich habe ich gehört, dass sie ein Dorf umzingelt haben und niemanden herauslassen. Ich will mir gar nicht ausmalen, was in dem Dorf vorgeht. Wie Sie also sehen, liegt eine Menge Arbeit vor uns und... Sie haben uns gefunden! Wir werden angegriffen! Überraschung! Was? Wie? Das ist vollkommen unmöglich. Und ich habe meinen Dialekt vergessen. Alle Mann in Stellung! Sechs lebende Feinde. Das sollten wir ja gerade so hinbekommen. Das sind aber mehr als sechs. Ja, jetzt sind es 18. Dios mio! Blut! Ei! Ah! Ah, okay. Ich sehe, da wären dann vielleicht auch die Granatwerfer nicht schlecht gewesen. Oh oh. Ja, ich glaube, da ist das Spiel wieder kaputt gegangen. Geben wir dem noch eine Minute. Aber das ist wahrscheinlich im Eimer. Was auch bedeutet, dass ich mir diesen ganzen Dialog nochmal anhören muss. Ja, da tut sich nichts mehr. Ich kann nicht wieder abschießen. Jetzt muss er erstmal den Spielstand wieder hochladen. 50% und 100. Blup. Und laden. Lad. Hier. Mhm. Was gibt's denn? Steht da aber auch nicht gut. Da hinten. Das hier ist eigentlich eine ganz nette Position. Ich fühle mich nicht so wohl hier drin. Okay. Bin startklar. Da muss sie da halt dahin.
Einsatzbereit. Ja, einer muss sich opfern, um mit der zu reden. Bin startklar. Alles gut. Das heißt, die muss irgendwo anders hin. Das ist ja auch eine Hütte, da darf auch niemand rein. Gehen wir, glaube ich, nach da vorne. Viel besser. Oder wir verwenden die, um da zu reden. Dann könnten wir den... ja, nach hier oben stellen. Ich bin bereit. Mhm. Immer bereit. Das ist natürlich jetzt eine ziemlich fiese Lauferei. Es kann losgehen. Was hatte ich jetzt nochmal vor? Ja, der bleibt da stehen. Okay. Hier. Mhm. Eventuell kann ich die sogar auf Ambush-Mode setzen. Immer bereit. Dann würden die eventuell die erscheinenden Gegner auch direkt exekutieren. Shadow ist bereit. Bin startklar. Mhm. Ja. Ich bin bereit. Einsatzbereit. Alles gut. Wo bist denn du? Wieso springt der denn nicht dahin, wenn ich den anklicke? Ich wurde bereit geboren. War das nicht auch mal so? Bereit. Bin startklar. Was gibt's denn? Okay. Bereit. Bin startklar. Was gibt's denn? Okay, von hier oben können wir auch reden. Aber das ist natürlich eine schlechte Position. Vielleicht ist es gar nicht so schlecht. So. Oh, kommt sogar nach. Hier. Okay. Dann probieren wir das nochmal.
Was ist denn das? Okay. Ich wurde bereit geboren. Das ist Shadow. Guck mal dahin. Alles gut. Ah, Sie sind zurück. Exzellente. Jetzt, wo wir mehr Kontrolle haben, müssen wir uns überlegen, wie wir die Regierungsstützpunkte im Osten angehen. Da wäre zum meinen der Hafen, wo seine Truppen für die Ostküste landen. Dann wäre da die Basis der Schwarzhemden. Das sind die ausländischen Söldner, die der Diktator geholt hat. Im Norden haben sie ein gut befestigtes Lager errichtet. Und dann wäre da noch die mysteriöse Anlage, zu der sie einige der Gefangenen bringen. Von dort ist noch niemand zurückgekehrt. Und gerüchteweise heißt es, dort würden furchtbare Experimente durchgeführt. Und schließlich habe ich gehört, dass sie ein Dorf umzingelt haben und niemanden herauslassen. Ich will mir gar nicht ausmalen, was in dem Dorf vorgeht. Wie Sie also sehen, liegt eine Menge Arbeit vor uns und... Sie haben uns gefunden! Wir werden angegriffen! Was? Wie? Das ist vollkommen unmöglich. Alle Mann in Stellung! Mhm. Ich glaube, alle waren in Stellung. Damit war nicht gemeint, dass sie in den Tod laufen sollen. Da sind auf jeden Fall Freaks bei. Zu Diensten. Wieder? Nee, das. Ernsthaft? Was soll man denn dann da machen, damit das funktioniert? Das ist doch scheiße. Steam Forum. Das kann ich auf jeden Fall wieder abschließen. Update or patch being worked on? Frage. Yes, we are working on a patch for sure. Problem is that the worst issues are random or not reproducible at all, which makes it very hard to fix them. Mouse not working at all, fourth merc not being added to the team, items vanishing from inventory and AI freezes. Ja, ist ja super. Nee, nicht ernsthaft. Well, we are building new versions on a daily basis. The problem is that we probably won't have time for testing a final patch this year. Man kann aber schon im Beta-Branch gucken. Ich bin bereit. Ja, muss ich ja jetzt quasi hoffen, dass die sich ein bisschen umbewegen, dass das dann hoffentlich funktioniert. Bereit. Vielleicht sollte ich auch irgendwo einen Typ da bei denen hinstellen, damit die auf jeden Fall was zu tun haben oder so. Weil das ist doch Grütze. Gebiet unter Beobachtung. Ich wurde bereit geboren. Was gibt's denn?
Ach, okay, läuft dahin. Ah, Sie sind zurück. Exzellente. Jetzt, wo wir mehr Kontrolle haben, müssen wir uns überlegen, wie wir die Regierungsstützpunkte im Osten angehen. Da wäre zum meinen der Hafen, wo seine Truppen für die Ostküste landen. Dann wäre da die Basis der Schwarzhemden. Das sind die ausländischen Söldner, die der Diktator geholt hat. Im Norden haben sie ein gut befestigtes Lager errichtet. Und dann wäre da noch die mysteriöse Anlage, zu der sie einige der Gefangenen bringen. Von dort ist noch niemand zurückgekehrt. Und gerüchteweise heißt es, dort würden furchtbare Experimente durchgeführt. Und schließlich habe ich gehört, dass sie ein Dorf umzingelt haben und niemanden herauslassen. Ich will mir gar nicht ausmalen, was in dem Dorf vorgeht. Wie Sie also sehen, liegt eine Menge Arbeit vor uns und... Sie haben uns gefunden! Wir werden angegriffen! Was? Wie? Das ist vollkommen unmöglich. Alle Mann in Stellung! Blub. Da, die Typen meinte ich da, die sehen ein bisschen freakig aus. Ei! Mierda! Vielleicht muss ich Shadow von dem Baum wegstellen. Macht das, eventuell macht das das kaputt. Na, ich glaube, die habe ich aber jetzt auch noch nicht sich bewegen hier sehen. Okay. Wir sind schon mal weitergekommen. Eine Runde weiter, das ist ein Speichernwert. Und die haben auch viele Hitpoints hier. Weiß nicht, ob ich das so gut finde. Also Raven haben wir. Ja, wahrscheinlich ist Shadow der. Ist nicht wirklich limitiert. Da haben wir zwei. Und der andere. Der ist auf der Seite. Die haben aber auch gute Armor. Schieß mal dem die Rübe weg. Bin startklar. Jo. Wieso nicht verwendbar? Keine Ahnung. Ja, dann würde ich sagen, werfen wir das Ding. Okay, dann bekommen die eine extra Runde. Ist ja nicht nett. Noch eine. Wenn wir schon dabei sind, noch eine. Immer bereit. Die sieht gar nichts. Nicht so gut.
Ja, nimm mal den Kopf. Sauber. Ich habe alles unter Beobachtung. Ah, schön. Die haben mich erwischt. Dios mio. Blut. Ladehemmung beseitigt. Ich überwache das Gebiet hier. Dios mio! Blut! Ei! Na, ihr geht wohl auch drauf. Mierda! Ja. Ich bin bereit. Jo, dann. Ups, habe ich falsch. Wir könnten natürlich theoretisch auch noch die Minen werfen legen. Machen wir erstmal den. Die Granaten machen aber überhaupt keinen Schaden. Auf die Typen hier unten können wir gar nicht schießen. Sehr gut. Ja, probieren wir. Sauber. Und da haben wir noch einen. Das war nicht so gut. Okay. Schön. Der hat aber jetzt niemanden mehr, worauf er schießen kann. Ja, machen wir das so. Hier. Du kannst auch nichts mehr machen. Ja, genau, lauf denen auch noch entgegen. Die tun bestimmt nichts im Nahkampf. Gut, es hat aufgehört zu bluten. Deppen. Gut, es hat aufgehört zu bluten. Das Ding hört sich jedenfalls böse an. Nicht unbedingt sehr authentisch, aber böse. Mierda! Oh oh. Okay, den müssten wir irgendwie dann da rausretten. Oder auch einfach nur weglaufen. Erledigt
den eigenen getroffen. Ich werde beschossen. Oh, okay. Ich bin getroffen. Anscheinend sogar mit Absicht den Gegner angegriffen. Los. Hier. Ja, okay. Das probieren wir trotzdem so weiter aus. Ich kann hier auf jeden Fall weg. Wir haben auch eine Menge Adrenalin. Ja, ich glaube, ich laufe hier einfach weg. Ich wurde bereit geboren. Okay. Alles gut. Mhm. Booyaka! Jo. Es kann losgehen. Passt im Eimer. Könnten auch den da angreifen. Wir können hier sowieso nur einmal schießen. Oder? Fünf. Ne, wir könnten zweimal schießen, dann könnten wir aber nicht mehr in Deckung gehen. Also mache ich das nur einmal. Mach mal den auf 72 hoch. Sauber. Stark. Jetzt tötet den doch. Helden! Ich überwache dieses Gebiet. Erledigt sie! Ladehemmung beseitigt. Mhm. Lasst euch nicht einschüchtern. Wir müssen standhalten, Genossen. Los. Bin startklar. Die blutet aber auf jeden Fall nicht. Und ja, dann können wir den eigentlich wegpusten jetzt. Wahrscheinlich ist die Waffe dafür besser. Ja. Das muss wehtun. Ich hab hier echte Probleme. Okay, das war eine scheiß Idee. Eventuell in die Beine schießen? Hier. Was macht denn jetzt hier? Der ist ja auch 5. Der hat Rüstungsdurchdringung 1, der 3. Das hier funktioniert nicht. Aber vielleicht braucht man da ganz spezielle Granaten für. Na, er ist auf jeden Fall nicht umgefallen dadurch. Ich habe hier echte Probleme. Shadow ist bereit. Okay, das macht also alles keinen Sinn. Dann versuchen wir mal, ja, mit Shadow den, oder da einfach wegzulaufen. Hier. Die hat ja immerhin noch diesen einen Superangriff. Oder sogar zwei davon. Wobei ich nicht, ja, nicht verwendbar, die Waffe. Ja, ist natürlich ungünstig.
Das war dann nicht so gut. Na gut, dann laufen wir halt einfach nur weg. Ja. Mit Shadow können wir da nicht hinschießen, weil da was zwischen ist. Wir können dahin. Mhm. Was gibt's denn? Okay. Ja, laufen wir dahin. Funktioniert wieder. Bueno. Unmöglich. Munition wird knapp. Naja, viele sind's nicht mehr. Du läufst weiter weg. Ja. Ich bin bereit. Und da könnten wir immerhin noch schießen. Alles gut. So, dann einmal hiermit. Ich kann zwei. Aber da sollte der ja eigentlich so schon hinbekommen. Da unten. Ja. Berserker. Jo. Shadow ist bereit. Mhm. Kaputt. Bereit. Es kann losgehen. Bereit. Ja. Jetzt haben wir nur noch die drei Gestalten von vorne. Nächstes Mal treffe ich. Oder auch nicht. Da waren es nur noch zwei. Schätz zu Diensten. Hier. Das klang gerade so ein bisschen besoffen. Shadow ist bereit. Ja, okay. So. Gucken wir mal erstmal, ob die anderen alle erreichen können. Erstmal da ist sowieso die Waffe im Eimer. Ladehemmung beseitigen. Kommst du noch irgendwo dran, wenn du nur ein Stück läufst? Nö. Mhm. Ich bin bereit. Ja. Ich bin bereit. Ah! Mhm. Ladehemmung kann losgehen. Eine Ladehemmung. Wir haben jetzt sowieso nur noch den einen. Töten. Da
Natürlich. Wir hätten jetzt Schattengang. Aber ja, das ist jetzt eigentlich auch wurscht. Hier. Einsatzbereit. Bereit. Was gibt's denn? Startklar. Lädt wieder. Shadow ist bereit. Ja. Immer bereit. Mhm. Gucken wir mal, ob wir die jetzt dadurch irgendwie... Ich habe alles unter Beobachtung. Bereit. Sind ja doch. Ah, okay, den können wir aber jetzt treffen. Jo. Ah! Das ist immer noch nix. Okay, Mann, ich regle das. Gebiet ist unter Beobachtung. Nehmen wir den, dann können wir von hier aus umballern. Sauber. Okay, da haben wir die ganze Ammo verballert von dem Ding. Es kann losgehen. Das heißt, die Waffe hat jetzt auch eigentlich schon ausgedient. Okay, Mann, ich regle das. Na, er könnte da zwar jetzt hinschleichen, müsste den aber natürlich dann auch instant töten. Was vielleicht etwas kompliziert werden könnte. Einsatzbereit. Ich bin bereit. Immer bereit. Ja. Hier. Wir müssten im Endeffekt da auf die andere Seite wieder. Es kann losgehen. Bereit. Und da wäre es natürlich irgendwo praktisch, wenn ich da noch spontan über... Ja, ich könnte da hin und mir ein anderes Gewehr holen. Hier. Einsatzbereit. Mhm. Ich überwache das Gebiet hier. Wieso kann ich nicht mit der laufen? Immer bereit. Fände ich schon sehr cool. Ach, hier keine Punkte mehr. Ja, von der Startklar wäre nächste Runde gewesen. So, jetzt habe ich natürlich ein paar davon leer gemacht. Wir haben aber hier... Ja, die ist ja dann sowieso nicht so super toll gewesen.
Das war jetzt auch nicht verkehrt, aber... Dann müssen wir die gerade nehmen. Weil die halt hiermit verwendet werden kann. Ja. Hier. Ne. Einsatzbereit. Bereit. Shadow hat jetzt auch noch einen so einen Punkt. Lässt sich nicht treffen. Es kann losgehen. Okay, dann benutzen wir den mal, bevor das weg ist. Alles gut. Hier. Ah ja, okay. Machen wir erstmal einen normalen Schuss. Alles gut. Dann den Präzisionsschuss. Und damit ist er tot. Da war schon das Karte verlassen aktiviert Ding. Okay. Looten! Gucken wir mal, ob wir hier noch was Sinnvolles finden. Das ist auch eine Dragunov. 7 mm. Das ist die da. Ja, dann werde ich auch mal die Messer wieder wegräumen. Dann haben wir den. FN57. 4 bis 5 und kostet nur 4 zum Schießen. Was gibt's denn? Okay. Shadow ist bereit. Und hat ein Auto. Hat aber auch diese 5,7 mm Ammo. Das heißt, die steht in direkter Konkurrenz zu dem Ding. Naja, das Auto ist ja auch auf 5. Die ist besser, weil die panzerbrechend hat. Aber wir müssten auf jeden Fall die Ammo mitnehmen. Ja, die Granaten waren auf jeden Fall mal ziemlich albern. Da ist nochmal Ammo. Alles gut. Shadow ist besser. Ja, damit können wir wahrscheinlich dann auch so aussehen wie die. Immer bereit. Das Ding ist ja schon voll. Ich glaube, die werde ich wieder austauschen gegen irgendwas anderes. Da haben wir einen Spektralhelm, den sollten wir nehmen. Die Verbände. Ne, nehmen wir das. Dann haben wir den. Oder war der das? Ne, war er nicht. Drei. Ja, das war hier. Die Spritze. Okay, und Desert Eagle. So. Dragunov. Nochmal. Es kann losgehen. Eine Brille. Ja, ich schätze, davon habe ich jetzt auch wieder ein bisschen viel. Vor allem, wenn ich die Waffen nicht mehr habe.
Mhm. Warschauer Pakt. Das hier können wir dahin packen. Das ist 5,7 mm, also für die Waffe. Ach, die habe ich aber gerade selbst da hingelegt und habe die mit Warschauer Pakt-Ammo vertauscht. Super. So, alles gleich aus. Das war der von grad. Ja, das Looten ist immer noch einer der Hauptkritikpunkte am Spiel. Das ist schon sehr dämlich und verschwendet. Das hätte echt nicht sein müssen. Shadow ist bereit. Wieso haben die keine gescheiten Beintaschen? Er lebt noch. Magnum. Immer bereit. Da haben wir noch mehr. Damit kann ich arbeiten. Nö. Das ist sonst nix. Damit kann ich arbeiten. Was war der? Damit kann ich arbeiten. Damit kann ich arbeiten. Damit kann ich arbeiten. Nö. Ah, schön. Müssen wir natürlich wieder Platz machen. Was wir hier mal verwenden können, sind diese... Die Dinger hier mit den Lebenspunkten. Die AP. Ich wurde bereit geboren. Es kann losgehen. Jo. Alkohol. Gut, ich kann ja auch noch die Waffe ausrüsten. Die sollte ja eigentlich aber auch noch eine andere Waffe finden. Alles gut. Die brauchen wir wohl nicht. Die kann ich jetzt auch mal weghauen. Mhm. Ich bin bereit. Es kann losgehen. Alles gut. Ich bin bereit. Ja. Haben wir das auch mal benutzt? Dann machen wir das direkt nochmal. Okay. Ja, jetzt müsste ich hier noch irgendwo... Wir könnten so eine nehmen. Aber wir hatten möglicherweise auch noch... Ne, ich glaube, die hatten wir nicht hier. Die alte. Ja, und ob ich jetzt wirklich alle von den getöteten Gegnern gefunden habe? Ne, ich glaube nicht. Genau, da liegt noch einer. Shadow ist bereit.
Hatte ich da nicht gerade einen zweiten Stack aufgemacht? Genau. Da müsste noch einer von irgendwo rumliegen. Damit kann ich arbeiten. Ja, andererseits, hier. Wenn die... Na, wobei, das geht ja damit auch, oder? Ich glaube, das ging... Die konnte das auch verwenden. Alles gut. Wenn stark... Die laden wir mal nach. Alles gut. Okay. Damit kann ich arbeiten. Das hier war so ein Freak. Dann der eine ist hoch. Ach, da oben hatten wir noch einen. Ja, da. Okay. So. Ja, und da hat man noch das andere Granatwerfer-Ding. Okay, dann müssen wir nochmal die Runde beenden. Hier. Immer bereit. Diese. Immer bereit. Bin startklar. Alles gut. Irgendwer müsste die Ammo 556. Genau, jetzt brauchen wir irgendwo eine Leiche. Da. Damit kann ich arbeiten. Die 556 legen wir da rein. Alkohol da rein, das da rein, nachladen. Dann packen wir das dahin. Hier. Das kann sie damit machen. Also, das passt schon. Aber dann halt anscheinend nur mit Waffen, die Einzelschuss hergeben. Was ja auch irgendwo Sinn macht. Ja, ich glaube, damit haben wir alles. Den habe ich vorher auch noch nicht gesehen. Also die Leiche hier. Immer bereit. Da hatten wir aber auch noch einen Verbandskasten. Also die hätte ich auch stacken können. Kann losgehen. Ew. Na gut. Ja, dann. Aber wieso sollen wir jetzt einfach das Gebiet verlassen? So von wegen, eure Basis seid kaputt, wir gehen da mal. Alles gut. Dann können wir nicht noch mit der Tante reden und sagen, ja, wir haben dich gerettet, hurra. Oder ist die Tante tot? Moment. Bin startklar. Ich wurde bereit geboren. Finde ich aber jetzt auch nicht mehr. Anscheinend leben hier noch zwei. Der da. Und ein mysteriöser Fremder. Ah ja, okay. Das heißt, dieser Alvita ist umgeschossen worden. Ja. Die ist dann wahrscheinlich hier ziemlich dumm in den Tod gelaufen. Na gut. Ja, die werde ich jetzt aber auch nicht retten. Wahrscheinlich muss das so. Na gut, dann laufen wir mal da hinten hin.
Hier. Vor allen Dingen habe ich keinen Bock, diese Looterei nochmal zu machen. Bereit. Was gibt's denn? Es kann losgehen. Hier. Mhm. Immer bereit. Es kann losgehen. Bereit. Bereit. Was gibt's denn? Shadow ist bereit. Ich bin bereit. Ich wurde bereit geboren. So, vielleicht kriegen wir danach ja auch nochmal eine Sequenz irgendwie, die, was entweder auf den Tod reagiert. Bin startklar. Oder vielleicht darauf. Ich wurde bereit geboren. Das ist ich. Ich lebe doch bin noch. Startklar. Ich bin nur bewusstlos geworden. Bereit. Oder so. Alles gut. Mal schauen. War doch alles ganz einfach. Gute Arbeit. Machen wir weiter. Genau. Viele Leute sind wegen diesem größenwahnsinnigen, irren Hurensohn gestorben. Wir müssen dem Einhalt gebieten. Dauerhaft. Dann ist also alles klar. Wir sind uns einig, dass wir dieses Arschloch abservieren wollen. Dann los. Lasst uns einen richtigen Krieg anfangen. Mhm. Naja gut, den richtigen Krieg fangen wir dann beim nächsten Mal an. Passage zum Ostteil der Insel und damit wären wir dann wohl in der nächsten Phase oder wie auch immer. Wir stehen im Übrigen auf einem Gegner drauf. Ne, doch nicht, wir stehen nicht auf einem Gegner drauf. Wir müssten jetzt da hinreisen und dann würden wir den angreifen, nehme ich an. Na gut, ja, dann mache ich hier auch erstmal einen Schnitt und dann schauen wir beim nächsten Mal weiter in den Ostteil der Insel. Also, bis denne.